Wie kann ich H5P an eigene Bedürfnisse anpassen und erweitern? Ist ja eine Software und der Quelltext ist sogar frei verfügbar. Und das klingt jetzt auch schon ein bisschen technisch. Und das wird es auch. Aber ich habe mal Sachen rausgesucht. Da zeige ich, dass man H5P auch mit nur grundlegenden Programmierkenntnissen anpassen kann. Also man braucht bei einigen Sachen nicht so viel. Das ist natürlich das eine. Das zweite ist grundsätzlich, auch wenn ihr H5P nicht anpassen könnt, weil ihr gar nicht programmieren könnt, da gibt es noch genug Sachen, die ihr tun könnt, um H5P trotzdem voranzubringen, wenn ihr glaubt, diese Software, die ist gut. Denn Open Source heißt ja nicht nur, dass der Quelltext frei verfügbar ist, sondern dass das so Projekte sind, wo Leute auch immer herzlich dazu eingeladen sind, sich zu beteiligen. Darum geht es hier und besonders hier würde ich mich freuen, wenn du dir diesen Abschnitt anschaust.